willkommen, liebe Freunde der Schutz- und Leittechnik. Die Sekundärprüfung von wandlerstromversorgten Schutzgeräten bringt einige Besonderheiten mit sich und führt in der Praxis immer wieder zu Schwierigkeiten. Ich zeige euch heute die fünf wesentlichen Dinge, auf die ihr achten müsst, damit ihr garantiert und sicher zum Ergebnis kommt. Am Ende des Videos schauen wir uns die Sache dann von der praktischen Seite an und prüfen gemeinsam die Normal Inverse Scan Linie eines wandlerstromversorgten Relais. Bevor wir zu den fünf wesentlichen Dingen kommen, klären wir zunächst, was ein wandlerstromversorgtes Relais ist. Viel Spaß dabei und los geht's! Was ist nun eigentlich ein wandlerstromversorgtes Schutzrelais? Üblicherweise werden Schutzrelais mit einer externen Hilfsspannung versorgt. Ein wandlerstromversorgtes Relais, welches wir im Folgenden auch kurz als WSV-Relais bezeichnen, unterscheidet sich vom hilfsspannungsversorgten Gerät dadurch, dass es seine Versorgungsenergie nicht aus einer externen Hilfsspannungsversorgung, sondern direkt aus den angeschlossenen Stromwandlern selbst bezieht. Die Vorteile daran sind: Durch den Einsatz von wandlerstromversorgten Relais entfällt die gesamte Hilfsspannungsversorgung und der Verdrahtungsaufwand wird geringer. Wandlerstromversorgte Relais selbst sind meist einfach aufgebaut. Dadurch sind sie in der Regel auch preiswerter als komplexere hilfsspannungsversorgte Relais. Ein weiterer Vorteil von wanderspannungsversorgten Relais liegt in der größeren Zuverlässigkeit, da ja kein Risiko durch einen Ausfall der Hilfsspannung besteht. Wie alles im Leben unterliegt auch ein wanderstromversorgtes Schutzrelais der Polarität des Lebens und wir kommen zu den Nachteilen. Da wanderstromgespeiste Relais ihre Versorgungsenergie aus den Stromwandlern beziehen, sind höhere Leistungsanforderungen an die Wandler zu stellen. Es ist weiterhin zu beachten, dass die Eingangsimpedanz bzw. die Leistungsaufnahme der einzelnen Phasen bezogen auf den gesamten Messbereich der Schutzgeräte nicht linear ist. Außerdem geht ein wandlerstromversorgtes Gerät beim Freischalten der Primäranlage ebenfalls außer Betrieb und ist für Funktionsprüfungen nicht verfügbar, da immer ein Mindeststrom fließen muss, um das Gerät zum Leben zu erwecken. Für die Sekundärprüfung von wandlerstromversorgten Relais sind besondere Anforderungen zu berücksichtigen. Schauen wir uns nun an, worauf es im Wesentlichen ankommt. Was macht nun also das Prüfen von wandlerstromversorgten Geräten so besonders? Wie wir gerade festgestellt haben, erfolgt die Geräteversorgung bei wandlerstromversorgten Relais über die Stromwandler. Das heißt konsequent weitergedacht, bei einer Sekundärschutzprüfung bezieht ein WSV-Relais seine Versorgungsenergie aus dem Messkreis der Prüfschaltung und somit aus dem Prüfgerät. Und damit kommen wir auch schon zu dem ersten wesentlichen Punkt, welcher lautet: Leistungsaufnahme des Relais finden. Wie erwähnt, ist die Bürde eines wandlerstromversorgten Relais nicht linear. Zusätzlich verändern einige wandlerstromversorgte Relais ihre Messbürde zyklisch, wobei diese Umschaltzyklen im Kilohertzbereich getaktet sein können. Hierdurch kann es Rückwirkungen auf die speisende Quelle und somit auf das eingesetzte Prüfgerät geben. Deshalb ist in jedem Fall darauf zu achten, dass unser eingesetztes Prüfgerät über eine hinreichend große Ausgangsleistung verfügt und zudem als geregelte Stromquelle arbeitet. Um die Leistungsaufnahme des Relais zu finden, hilft ein Blick in das Handbuch des Schutzrelais. Wenn ihr ein Prüfsystem mit mehreren Stromausgängen zur Hand habt, empfiehlt sich zudem die Kombination von Ausgängen zur Leistungssteigerung. Hier im Beispiel seht ihr die Verbindung der Stromausgänge A und B von Omicrons CMC 356 zur dreiphasigen Prüfung. In dieser Konfiguration schafft es die CMC 356 auf 3 mal 860 VA bei einem Prüfstrom von jeweils 25 Ampere. Damit ist wirklich jedes wandlerstromversorgte Relais prüfbar. Wir kommen zu unserem zweiten und definitiv wesentlichen Punkt: einen geeigneten Vorfehlerzustand finden. Wenn kein Prüfstrom fließt, schlummert in dem Schutzrelais in etwa so viel Leben wie in einem Ziegelstein. Im Rahmen der Sekundärprüfung sind deshalb immer entsprechende Vorfehlerzustände zu berücksichtigen, um den Mindeststrom für den Relaisbetrieb zu liefern. Wie groß der erforderliche Mindeststrom des Relais ist, erfahren wir wieder aus dem Handbuch des Herstellers. Und schon sind wir bei Punkt 3. Prüfung mittels Sprungsequenz. Die Prüfsequenz sollte getreu der Natur eines Kurzschlusses aus einem Sprung
von unserem Vorfehlerzustand aus auf den entsprechenden Prüfpunkt erfolgen. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieser auf unserem Vorfehlerzustand basierende Nichtansprechwert in jedem Fall unterhalb des kleinsten Anregewertes der Überstromfunktion liegt. Sollte kein Sprung von einem Mindeststrom aus möglich sein, kann auch von 0 Ampere aus auf den zu prüfenden Auslösewert gesprungen werden. Hier muss dann allerdings die Lade- und Bootzeit des Relais berücksichtigt und im Nachgang von der gemessenen Zeit wieder abgezogen werden. Um den Ansprechwert einer OMZ-Funktion zu ermitteln, sind Pulsrampen mit hinreichend großen Pausen die erste Wahl. Diese sollten normgerecht immer nur auf minus 20% des Schaltpunktes zurückfallen. Der nächste wesentliche Punkt scheint genauso trivial, wie er in der Praxis gern vergessen wird. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 4. Hinweise des Herstellers beachten. Systemspezifische Besonderheiten können nicht in allgemeingültige Formeln gepackt werden. Daher gilt, eine erfolgreiche Prüfung steht und fällt mit dem intensiven Lesen und Verstehen der Dokumentation des Lieferanten. Bei einem ernstzunehmenden Hersteller finden sich hier wertvolle Hinweise über spezifische Verhaltens- und Funktionsweisen sowie wertvolle Tipps zur Inbetriebssetzung. Und schon kommen wir zum letzten Punkt. Studieren geht über Probieren. Auch beim letzten Punkt erzähle ich euch nichts Neues und kann maximal an das erinnern, was jedem bereits selber klar ist. Für die Prüfung eines Relais muss das absolute Verständnis über die zu prüfende Schutzfunktion vorhanden sein. Halbwissen und Kaffeesatzlesen führen hier nicht weiter. Das heißt konkret, wir müssen die Charakteristiken und die funktionalen Besonderheiten unseres Relais bis ins Detail verstanden haben. Wenn ich zum Beispiel eine AMZ-Kennlinie prüfen möchte, reicht es nicht aus, die Ansprechzeit meines Prüfpunktes aus einer zu klein gedruckten logarithmischen Darstellung des Kennlinienfeldes abzulesen. Hier kommt nur die exakte Berechnung mittels entsprechender Formel in Frage, gern unter Verwendung eines kleinen Excel-Tools. Hier geht Studieren ausnahmsweise mal über Probieren. Das waren unsere 5 wesentlichen Punkte zur Prüfung wandlerstromversorgter Relais. Schauen wir uns nun die praktische Prüfung an einem Beispiel an. Bei unserem zu prüfenden Relais handelt es sich um das wandlerstromgespeiste Überstromzeit- und Erdschlussrelais WIC1 der Firma Woodward aus Kempen. Dieses arbeitet in Kombination mit dem speziell zum System passenden Umbauwandler W2AS1. Wie alle wandlerstromversorgten Schutzrelais benötigt auch das WIC1 einen Mindeststrom, der in einer Phase fließen muss, um ordnungsgemäß arbeiten zu können. Dieser kleinste Betriebsstrom liegt in unserer vorliegenden Konfiguration bei einem Primärstrom von 14,4 Ampere. Ein geniales Feature des WIC1 ist die im Stromwandler integrierte Prüfwicklung, welche wiederum über Prüfbuchsen direkt am Relais verdrahtet wird. Über die Prüfbuchsen wird die Prüfwicklung im Stromwandler gespeist und es ist somit der Test des gesamten Schutzsystems, bestehend aus Stromwandler, Schutzgerät und Auslösespule inklusive Verdrahtung möglich. Ein Eingriff in den Kabelanschlussraum bzw. in die Sekundärverdrahtung ist nicht erforderlich. Wir sehen hier im Bild den vollständigen Prüfaufbau mit unserem Compano 100. Unser Compano speist über Zwischenklemmen des WIC1 die Prüfwicklung des Wandlers und der resultierende Strom der Schutzmesswicklung fließt wieder zurück in das WIC1. Zur Auslösung triggern wir die 24 Volt Flanke des Impulsausgangs der Auslösespule mit den Anschlüssen TC Plus und TC Minus. Im realen Leben sieht das Ganze dann wie folgt aus. Zusätzlich haben wir noch eine Auslösespule für die Prüfung angeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Energiespeicher entladen kann und Wiederholungsprüfungen in kurzen Intervallen nicht zu Fehlmessungen führen. In unserer Gerätevariante WIC1-2 stehen für die Parametrierung der Schutzeinstellungen DIP-Schalter zur Verfügung. Jeweils 4 DIP-Schalter werden zur binär kodierten Einstellung eines Schutzparameters genutzt. Es stehen also 16 Stufen für die jeweilige Einstellung eines einzelnen Schutzparameters zur Verfügung. Unsere Parametrierung sieht dabei wie folgt aus.
Der primäre Bemessungsstrom IS wurde mit 40 Ampere gewählt. Als Kennlinie haben wir eine abhängige Kennlinie vom Typ Normal Inverse gewählt. Der Wert für TI größer wurde auf 2 gesetzt. Aus dem Produkt von TI größer und dem primären Bemessungsstrom IS resultiert der Startpunkt der Normal Inversion Kennlinie. In unserem Fall beginnt die Kennlinie ab 80 Ampere zu arbeiten. Der Kennlinienfaktor A wurde mit dem Wert von 0,05 eingestellt. Er legt fest, welche der 16 vorhandenen AMZ-Kennlinien aus der Kurvenschar des Normal Inverse Diagramms aktiviert wird. Unsere resultierende Kennlinie ist in Rot gekennzeichnet. Schauen wir uns nun die exemplarische Prüfung eines Punktes mittels Sprungrampe mit Vorfehlerzustand an. Wollen wir zum Beispiel die Kennlinie beim vierfachen Wert des Anregeeinstellwerts prüfen, müssen wir zunächst die Auslösezeit kennen. Laut Kennlinie liegt der Wert in der Nähe von 250 Millisekunden. Eine genaue Berechnung mittels Formel ergibt einen Wert von 249 Millisekunden. Der vierfache Wert des Anregeeinstellwerts beträgt 320 Ampere primär. Da die Übersetzung der Prüfwicklung 50 zu 1 beträgt, müssen wir 320 Ampere durch 50 teilen und erhalten einen Prüfstrom von 6,4 Ampere. Der Mindeststrom des Relais liegt bei 14,4 Ampere und die Kennlinie beginnt ab 80 Ampere zu arbeiten. Ein Vorfehlerzustand von 50 Ampere für 2 Sekunden scheint hier angemessen. Den Prüfpunkt selbst geben wir für eine Sekunde aus und liegen damit sicher über der erwarteten Auslösezeit. Unsere Prüfung kann beginnen. Zunächst stellen wir den Trigger auf Binäreingang 1 ein, um die 24 Volt DC-Flanke abzusteuern. Als Vorfehlerzustand stellen wir 1 Ampere für 2 Sekunden ein und als Triggerbedingung steht Binäreingang 1 bei Potentialwechsel bereit. Nun fügen wir einen Zustand hinzu und stellen den Prüfpunkt von 6,4 Ampere für eine Sekunde mit den gleichen Triggerbedingungen ein. Und los geht's. Die Auslösung ist erfolgt und wir messen eine Zeit von 251,7 Millisekunden bei einem Einstellwert von 249 Millisekunden. Das kann sich sehen lassen. Auf diese Art und Weise könnt ihr nun die gesamte Kennlinie abklappern, die Messwerte protokollieren und die Kennlinienprüfung findet sich im großen Buch der Geschichte wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte den Daumen hoch. Bei Anregungen und Ideen schreibt uns einfach. Ansonsten schaut wieder rein und lasst es euch gut gehen.